Smarana, ihr Lieben, es geht heute um die Dimension der neuen Freiheit. Die Energien sind gerade so stark auf der Erde, dass ich euch diese Voraussage unbedingt mitteilen möchte. Es geht darum, dass wir in der Lage sein werden, noch viel tiefer zu empfinden, was für uns gut und richtig ist. Diese Dimension der neuen Freiheit ist enorm stark zu fühlen. Und wir haben dadurch die Chance, tatsächlich das zu werden, was wir eigentlich sind, nämlich außergewöhnlich. Jeder von uns ist außergewöhnlich. Das, was uns beeinflusst oder bedrückt, das sind mentale Blockaden, die wir zum Teil übernommen haben aus der Kindheit von unseren Eltern oder uns selbst gebildet haben, indem wir einfach Verhaltensmuster angenommen haben und die für uns jetzt so als richtig eingestuft haben, aber die vielleicht schon lange nicht mehr zu uns passen, sondern wo wir einfach in so einem Hamsterrad sind und da gar nicht mehr drüber gucken können. Aber es kommt diese neue Energie, die Dimension der neuen Freiheit, die uns das erkennen lässt und uns hilft, da rauszugehen. Und deswegen mache ich dieses Video, damit ihr alle die Möglichkeit habt, ganz bewusst nochmal zu überlegen, wo trage ich mentale Blockaden? Wo lasse ich mich einschränken oder wo schränke ich mich selbst ein? Wo bin ich im Mangel? Denn jeder Glaubenssatz ist ein Mangel, den du mit dir trägst. Weil ja jeder Glaubenssatz, der negativ ist, sozusagen, also nicht jeder, sondern jeder negative Glaubenssatz dich einschränkt und dir so ein Leben vorgibt, so in einem Tunnel, wo du nicht raus kannst. Aber das können wir jetzt vergessen, denn die Dimension der neuen Freiheit wird uns unterstützen und ich zähle euch nachher einige Punkte auf, die ihr in euer Leben mit einfach einbeziehen könnt und die euch helfen werden, tatsächlich diese neue Freiheit auch für euch zu leben. Denn es gibt wirklich, es sind ganz einfache Dinge, aber wenn man sich dessen bewusst ist, gibt man seinem Leben eine ganz andere, neue, freie Richtung. Und das möchte ich gerne, dass ihr das so für euch auch entdeckt und dann leben könnt. Es ist so, dass wir sehr oft auch vom Kollektiv beeinflusst werden. Allein, es gibt ja ein kollektives Bewusstsein. Und was das Kollektiv so denkt oder die Sorgen oder auch die Glaubenssätze, die kollektiven Glaubenssätze, beeinflussen jeden einzelnen Menschen, auch uns Lichtarbeiter. Und da sollte man sich davor schützen und auch ganz klar erkennen, was ist jetzt mein Weg? Welchen Weg möchte ich gehen? Und wenn du mal ein bisschen so einen Zweifel hast in dir, dann ist es meistens vom Kollektiv so ein Glaubenssatz, der dich ereilt. Und dann solltest du also wirklich wachsam sein mit deinen Gedanken und dich auf dich selbst zu besinnen und zu konzentrieren, was du wirklich möchtest und dann diesen Weg gehen. Und jetzt die Dimension der neuen Freiheit, diese neue Energie, die zu uns kommt, wird uns sehr dabei unterstützen. Ja, sie wird uns also unterstützen, nicht mehr das Mangeldenken zu tun, sondern sie wird uns zeigen und unterstützen, da rauszugehen und einfach mehr wir selbst zu sein. Unsere persönliche Freiheit zu erkennen und auch zu leben. Darum geht mir es, dass ihr das erkennt. Und auch, dass wir erkennen, dass es immer, auch wenn wir uns entschieden haben, noch einmal eine Möglichkeit einer anderen Handlungsmöglichkeit gibt. Also es ist, wenn man sich entschieden hat, kann man sich immer auch noch mal umentscheiden. Man sollte wirklich prüfen bei jeder Entscheidung, kommt das aus meinem Herzen? Kommt das aus meinem Herzen raus? Oder ist es irgendwas Kollektives? Ist es irgendein Zwang? Passe ich mich da schon wieder an? Ja, verbiege ich mich? Das solltet ihr für euch wirklich überlegen und dann auch entsprechend ändern, weil so geht's ja nicht. Wir wollen ja, also ich möchte gerne unbedingt frei sein, frei denken können, einfach meinen Impulsen nachgehen und diese leben, völlig egal, was jetzt die anderen denken. Und
Es ist wichtig, unsere Gedanken zu erforschen, zu ergründen, was du denkst, ob der Gedanke wirklich dein Gedanke ist oder ob er tatsächlich vom Kollektiv kommt. Denn du bist für dich selbst verantwortlich und du dirigierst ja dein Leben. Und mit dieser neuen Energie der Freiheit fällt uns dies alles leichter. Es fällt uns leichter, dies zu erkennen und dann auch dich darin zu bewegen, zu dir selbst zu finden und deine Authentizität zu leben. Das ist das Wichtigste. Es gibt so viele Variablen, die uns dabei helfen, uns selbst zu finden. Und die möchte ich jetzt mal aufzählen, denn die sind so von meinem Gefühl her sehr wichtig. Und das beginnt, ihr werdet es kaum glauben, es beginnt mit dem Träumen, mit den Tagträumen. Das heißt, sich auch einfach mal hingeben und so ein bisschen, ja, zu träumen, wie könnte mein Leben sein? Wie wäre es viel schöner, mein Leben? Da beginnst du in die neue Freiheit einzuschreiten und bekommst dann von deiner Seele auch Visionen, also dieses Träumen, große Träume, kleine Träume. Jeder Traum hilft dir dazu, bei dir selbst zu bleiben. Und deine Wünsche manifestieren sich ja auch durch die Träume. Das ist ganz, ganz wichtig. Ein anderer Punkt, der mir auch sehr am Herzen liegt, das ist, dass du deine Emotionen zeigst. Also, dass du wirklich auch darüber sprichst. Zum Beispiel, stell dir vor, in einem Gespräch wird irgendwas erzählt und wird irgendwas beschlossen und du bist in so einer Gruppe Menschen und die wollen dies und das machen und du fühlst für dich, dass das nicht richtig für dich ist. Und dann fühlst du dich unwohl und dann solltest du das aussprechen. Und mit diesem Aussprechen, da geht diese Blockade gleich weg, da kommt die Blockade erst gar nicht. Aber mit dem Nicht-Aussprechen kommt sie. Und ich selbst habe für mich schon so oft festgestellt, sobald ich meine Gefühle mitteile, habe ich so einen großen Raum der Freiheit für mich erschaffen. Und das wird jetzt durch diese neue Energie, die uns zur Verfügung steht, leichter für uns. Es wird uns leichter fallen, unsere Gefühle zu äußern. Und ein Gefühl ist immer etwas Persönliches, das kann niemand anderes bewerten. Das kann man nicht, weil das ist ein eigenes Empfinden und es ist immer so, wie man es empfindet, richtig und gut. Von daher, also steht zu euren Gefühlen und ja, zeigt sie. Ein anderer Punkt ist noch, und zwar, das erinnert mich an das, was meine Eltern immer zu mir gesagt haben, als ich noch ein kleines Mädchen war, so 4, 5, 6, 7 Jahre alt. Die sagten immer, Monika, du willst jedes Mal mit dem Kopf durch die Wand. Ich wollte immer unbedingt was erzwingen und habe das danach meistens bekommen, habe es dann auch meistens gemacht. Also eigentlich ein ungezogenes Mädchen sozusagen. Bloß wenn man dann älter ist, sollte man genau überlegen, wenn etwas nicht geht, wenn man etwas unbedingt will und es geht nicht, es hat ja einen Grund. Dann sollte man es lieber lassen, weil meistens bleibt man dann irgendwo stecken und kämpft gegen Dinge, die einfach nicht sich realisieren lassen. Da sollte man genau abwägen, ist es jetzt mein Herzenswunsch? Ist es wirklich das, was ich brauche? Oder gibt es noch einen viel einfacheren Weg? Denn genau das ist es. Die einfachen Wege, die sind die Seelenwege und die sollte man gehen. Die Seelenwege, weil die von unserer Seele geführt sind. Das meine ich damit. Und halt auch ein Punkt, dass du aus deinen eigenen Fehlern lernst. Ich glaube, das machen wir schon viele von uns. Also es das heißt auch, dass du den gleichen Fehler nicht unbedingt wiederholen solltest, weil du weißt ja schon unbewusst, dass das zu nichts bringt. Also Fehler finde ich insgesamt sehr, sehr gut, weil sie bringen dich weiter. Du lernst ja was aus den Fehlern und übernimmst dadurch auch Verantwortung, zeigst, dass du
Wenn du jetzt im Berufsleben zum Beispiel was falsch gemacht hast, dann kannst du es ruhig sagen. Kannst erklären, ach, ich dachte, das wäre so und ich habe mir echt ganz viel Mühe gegeben und es tut mir leid. Dann ist es alles halb so wild. Und jetzt die neue Energie hilft uns dabei, leichter zu uns selbst zu stehen. Sie stärkt auch unser Selbstbewusstsein. Und das ist doch eine schöne Sache. Wir werden das nachher zusammen channeln und ich werde euch die Energie sehr klar und intensiv übertragen, wenn ihr das möchtet. Es ist doch so, dass wir durch diese neue Energie in eine Schwingung reinkommen, die es uns leichter macht zu leben, leichter macht, einfach authentisch zu sein. Das ist die neue Freiheit, die einfach kommt. Und wenn du dabei ehrlich zu dir bist, also Ehrlichkeit zu sich selbst ist so der Schlüssel auch, zu sich selbst zu stehen und sich selbst zu lieben. Denn wenn man sich selbst was vormacht, ich finde, dann ist man hoffnungslos verloren. Also ehrlich zu sich selbst sein und Fehler sind ja nicht schlimm. Und ich meine, auch die Erwartungen nicht zu hoch stecken, also lieber erstmal einen Schritt nach dem anderen zu machen. Man kommt sowieso zum Ziel, wenn man ein Ziel hat. Und die neue Freiheit, die wird sich um uns legen, wenn wir uns dafür öffnen. Sie wird uns führen und wir haben die Möglichkeit, unser Leben tatsächlich neu zu gestalten. So, wie wir es uns wünschen. Mit unserer eigenen Energie und Kraft. Und das ist die neue Freiheit. Ich finde es so toll, dass die geistige Welt uns diese Freiheit zur Verfügung stellt, diese Energie jetzt geballt auf die Erde bringt, damit wir in Zukunft leichter zu uns stehen können, unser Leben anders gestalten können. Weit ab vom Mainstream, egal was die da dauernd beschließen. Wir haben unser eigenes Ziel. Wir gehen unsere eigene Freiheit. Und je mehr Menschen das tun, denn jeder Mensch, der etwas manifestiert, und es gibt nicht Millionen unterschiedliche Wünsche, sondern es gibt immer eine Gruppe von Wünschen für ein besseres Leben, für Gesundheit für alle Menschen, für Fülle für alle Menschen. Und je mehr Menschen das manifestieren, umso schneller wird sich das erfüllen. Und genau das ist der Punkt. Diese Freiheit, diese Energie der Freiheit wird uns einfach unterstützen, die neue Erde, die neue Zeit schneller und einfacher herbeizuführen. Insgesamt ist es so für mich ein Schritt in das Erwachen, zum Ende der Übergangszeit hinein in die neue Welt. Je mehr wir uns dieser neuen Freiheit öffnen, umso wundervoller wird es allen Menschen gehen und umso leichter wird auch dieses C-Zeug weggehen, weil wenn man nicht mehr daran denkt, wenn man sich nicht jeden Tag damit befasst, dann gewinnt das an Kraft. Und das ist halt der Punkt, das Kollektiv denkt die ganze Zeit immer nur an C und gibt dem so viel Kraft. Es gibt ja Menschen, die schauen jeden Tag die Nachrichten, die schauen jeden Tag, wie hoch ist jetzt der Prozentzahl, wie viele sind angesteckt oder nicht. Und das ist ja alles Quatsch. Sich damit zu belasten. Wichtig ist für dich, deine eigene Freiheit und deine Gesundheit zu kreieren. Und das machen wir jetzt. Wir werden mit der Energie der neuen Freiheit die eigene Gesundheit stärken, das Immunsystem stärken und damit mit diesen Energien kraftvoll durch das Leben gehen, ab jetzt. Und ihr seid alle dabei. Wundervoll, wundervoll. So, dann macht euch bereit. Ich werde jetzt die Energien für euch channeln und wir werden gemeinsam da durchgehen und uns stärken. Ich sprühe mich ein mit der 9 in 9 und der Fülle. Machen wir es mal so. So. Und ich schicke euch ein bisschen Energie rüber, dass ihr auch was davon mitbekommt. Ja, dann macht's euch gemütlich und ich wünsche euch
eine angenehme Meditation. Ich werde nach der Meditation, nach dem Channeling noch ein paar Worte dazu sagen, für die Dinge, die zwischen den Zeilen noch übertragen wurden. Geliebter Mensch, geliebter Lichtarbeiter, fühle dich ganz herzlich willkommen im Kreise des Lichtes und der Liebe. Denn mit jedem Wort, welches ich zu dir spreche, dehnt sich die Energie des Lichtes aus. Ich bin komplett verbunden mit dem Licht von Smarana. Und dieses Licht strömt jetzt zu dir. Das Licht von Smarana glänzt golden und es führt dich genau zu dem Feld der neuen Energie der Freiheit. So lass dich einfach führen, denn deine Seele, sie wird dich führen, sie kennt diesen Weg. Und deine Seele, sie weiß genau, was für dich wichtig ist, was gut für dich ist. Und nun mit einem tiefen Atemzug tauchst du hinein in die neue Energie der Freiheit. Die Freiheit für deine Zukunft. Spüre, wie du dich ausdehnst, wie es leicht für dich wird und wie die Energie in einem goldenen Licht dich umhüllt und zu dir fließt. Es ist die Freiheit. Deine eigene Freiheit, welche sich jetzt vermischt mit der neuen Energie aus dem Universum. Welches sich nun ausdehnen darf in dir, in deinem Energiesystem und welche dich jetzt etwas träumen lässt, von deiner Zukunft, träumen lässt von deinem Leben, so wie du es leben möchtest. Lass die Bilder einfach kommen. Lass die Visionen vor deinem dritten Auge erscheinen. Und lass die Gefühle zu. Lass dich tragen. Von dem Licht der Freiheit. Öffne dich so weit wie du kannst, um zu spüren, was jetzt in diesem Moment wichtig für dich ist. Within our hearts.
Bekomme ein Gefühl dafür, wie du dein Leben leben möchtest. Und integriere diese Ideen, diese Bilder in deinem Herzen. Spüre die Verschmelzung zu deiner eigenen persönlichen Freiheit. Und spüre, wie du daran selbstbewusst wirst. Spüre, wie du dich selbst zu lieben beginnst. Und spüre, wie die Kraft der Freude nun zu dir fließt. Und dann lächle. Lächle deine Seele an, lächle selbst zu dir. Es ist vollbracht. Die neue Freiheit wurde in dir verankert. Du bist nun bereit, dein Leben in der Freiheit deiner Seele zu gestalten. Und so nimm noch einen tiefen Atemzug. Dehne dich noch einmal aus mit dieser neuen Energie, um dann langsam wieder in deine Räume hineinzukommen, um dein Zuhause zu spüren. Und wenn du dann die Augen öffnest, dein Zuhause mit dem Licht der neuen Freiheit zu betrachten. Danke, dass du heute hier warst. Ich möchte so gern wissen, wie ihr dieses Gefühl der neuen Freiheit wahrgenommen habt und wie ihr vor allen Dingen die Verankerung in euch jetzt spürt. Denn dieses Channeling gibt uns ganz viel Kraft, unheimlich viel Kraft, zu uns selbst zu stehen und auch unheimlich viel Kraft, genau zu wissen, was gut für uns ist. Wir werden uns nicht mehr so leicht beeinflussen lassen, denn wir tragen dieses Licht der Freiheit in uns. Das ist das Wunderschöne dabei. Ich danke nochmal der geistigen Welt für diese wundervolle Energie und dass ich dies überbringen durfte. Meine Lieben, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.